So Leute, hier ist wieder der Giga Tobi und herzlich willkommen wieder zurück zu Tales of Exilia. Und ja, mir ist aufgefallen, seit jetzt 1 bis 6, dass ja, eine Menge an Dislikes da kommen. Ich weiß nicht, wieso. Okay, jetzt kann ich ja nicht jeden gefallen, ist ja klar. Und ihr seid auch dazu berechtigt, ja eben halt auch Bewertungen zu machen. Aber ich finde das ein bisschen, ja... Ja, nicht so motivierend, kann man sagen, also wenn man da nicht mal Likes kriegt, weil eigentlich ist dieses Spiel ja ganz neu, einer der, ja, der neuen Tales of Teil, das jetzt rausgekommen ist, also in diesem Monat, und ja, irgendwie bin ich ein bisschen verwirrt, warum das bei einigen nicht ankommt oder, ja, nicht jeder mag, keine Ahnung wieso, obwohl das eigentlich... ja, voll episch ist, dass es jetzt wieder so ein neuer Teil hier jetzt auch noch für euch Let's Playe. Aber ich will dennoch mir den Spaß nicht nehmen und werde das ja noch weiter spielen, weil ja, es ist einfach geil. Und ich habe ja auch sonst auch die anderen Tales of Teile gespielt. Und das ist eben halt das Wichtigste, dass man daran Spaß hat. Und ja, ich wollte euch das einfach nur mal sagen, also... Es bin ich ein bisschen verwirrt, aber naja. Vielleicht gefällt es doch noch den einen oder anderen. Auch wenn da schon immer Dislikes kommen, aber naja. Ich weiß nicht, ob das an der Grafik liegt, ob das an der Spielmechanik liegt oder selbst an Tales of. Keine Ahnung. Wird auch nicht kommentiert oder so weiteres. Und ich habe seit langem auch kein Tales of mehr so gespielt, weil es hat ja eben halt auch gedauert, bis überhaupt jetzt wieder so ein neuer kam. Und ja, in Japan ist jetzt Tales of Exilia sehr, sehr gut angekommen, dass sie dann einen Zweiteiler gemacht haben. Zum ersten Mal machen die von einem Tales of einen Zweiteiler, weil sonst hatten die ja immer einen anderen Namen gehabt und danach kam dann wieder so ein neuer. Und jetzt auf einmal haben die gedacht so, boah, Exilia kam so gut an, da machen wir eine Exilia 2 noch. Und, ja. Aber keine Ahnung, ob das jetzt im deutschen Raum überhaupt hier so gut ankommt, überhaupt, Tales of. Ich bin verwirrt. Naja. Muss ja irgendwie was liegen, es kann ja nicht einfach so Dislikes kommen. Keine Ahnung wieso. Allein schon der erste Part hat schon derbe an Dislikes geleitet. Komisch. Ihr seid komische Leute. Nur weil man das nicht jedem recht machen kann, aber naja. Macht ruhig eure Dislikes. Also dieses Projekt wird trotzdem nicht abgebrochen, weil ich will auch ungern jetzt ein Projekt abbrechen, Leute. Macht sonst überhaupt keinen Sinn. Und es ist sowieso ein Sommerloch, ihr wisst das ja. Und da kam jetzt auch nicht wirklich jetzt auch für die Xbox welche Spiele raus, wo ich dann sagen könnte, oh, das muss ich mir jetzt erstmal holen oder so, oder für euch Let's Playen. Oder wo ihr dann darauf Bock hättet. Deswegen bin ich mal auf diesen Titel gekommen, weil ja, es kommt eben halt nicht auf immer ein Tales of raus. Und der hier kam auch sehr, sehr gut an. Auch nach Amazon-Rezession. Wow, ey. Naja, ich wollte das nur mal so sagen, bevor ich jetzt hier wieder in das Spiel eingehe, weil, weiß nicht. Ich will trotzdem hier nochmal die Story alles durchspielen. Wow. Und es erinnert mich ein bisschen an diese früheren Spiele, weil heute sind so viele andere so Mainstream-mäßig geworden, dass es so, ja, nicht mehr so wie früher ist. You have big hands. Hey, yeah. No wonder you pack quite a punch. I, thanks. Und es gibt ja nicht so viele wirklichen, Japan-RPGs. Vielleicht liegt es auch an den englischen Synchro, aber das kann ich nicht dran ändern. Also ich kann keine japanische umstellen. Würde ich am liebsten gerne auf das Original, aber geht nicht. Das ist genauso wie bei Final Fantasy. Immer nur, wir müssen Englisch machen. Keine Ahnung. Bei Naruto stelle ich das sowieso immer auf Japanisch. Storm 3 wird dann auch noch kommen. Also denke ich mal, das wird wieder den einen oder anderen wieder gefallen sonst.
obwohl da auch schon einige Kritikpunkte gab's, aber naja, kein Spiel ist perfekt, Leute. Normaler Angriff und Art-Serien. Okay. Levelaufstieg. Yeah, wunderbar. Auch wieder. Und Tales of, wenn ich immer ein Tales of spiele, erinnert mich das irgendwie immer an die früheren Spiele wie Grandria. Grandria war auch wirklich Hammer. Kann man jetzt auch nicht mehr gander. Aber es gab auf jeden Fall eine Menge an Let's Player, die haben das abgebrochen. Und es gibt auch eine Menge an Let's Playern, die Tales of, also irgendein Tales of abgebrochen haben. Finde ich eigentlich schade, das sind eigentlich eine der coolsten Spieleserien überhaupt. Okay, jetzt Grandria war eigentlich nur der erste Teil geil, der zweite ging noch, der dritte kam ja in Europa ja gar nicht raus. Hätte ich auch noch gerne gespielt, aber war alles für die PlayStation 2. Und seitdem hat ja Game Arts ja nichts mehr gemacht an der Serie. Namco Bandai ist auch so gesehen auch gar nicht schlecht, ich weiß das gar nicht so. Ich bin eigentlich auch so ein Fan von Namco Bandai Games, weil deshalb spiele ich auch Tales of Exilia. Allein auch schon wegen der Serie, weil die auch echt nice ist. Und auch Spaß macht, also. Und auch das mit den Skillen haben die eigentlich auch recht cool gemacht hier. Auch mit den Fights. Ich weiß nicht, das erinnert mich immer an dieses frühere Spiele immer. Du gehst auf den Gegner zu und auf einmal kommt dieses so, yeah, ein bisschen Kampf. Okay, aber jetzt hat sich das alles so in Echtzeit. Tales of war eigentlich immer so in Echtzeit. Final Fantasy war ja immer rundenbasiert, aber leider nicht mehr. Schade. Ich glaube, da finden auch viele andere von euch schade. Also einen richtigen Durchbruch hatten die ja mit 7 gehabt, das war ja richtig geil. Das will ich dann auch noch für euch Let's Playen, wenn ihr Bock drauf habt. Man soll ja nicht immer auf die Grafik gehen und so weiter, sondern so allein, was das Spiel für eine Story hat. Auf jeden Fall, das ist ziemlich wichtig, eine Story hat. Allein schon bei RPGs. Spinnennetz, ha. So. Aber 7 wird bestimmt auch noch voll fett. Ich denke mal, ihr habt da noch Bock drauf. Ich muss mal gucken, wie das auf der PC, wie es auf PC ist. Ob ich da auch mit Games for Windows Controller spielen kann. Mal schauen. Zack. Eigentlich ist es eigentlich auch voll fett, wenn ich hier mal so Kämpfe eingehe, weil dann kann man nebenbei auch noch Themen ansprechen. So ein bisschen Spin-Off-mäßig. Ah, Zeuge der Verteidigung. Let's see. What are you up to? Just trying to organize all of my notes for my thesis. Those in the books at a time like this? You sure are studious. Yeah, probably a waste of time. I'm sure I've already been expelled being an X-marked criminal and all. Ah, cheer up, kid. If I get a chance, I'll testify to the military and the school on your behalf. Shouldn't be hard to make the case that you're just a poor kid who got sucked into this. Thanks, but aren't you a wanted criminal too? Ah, that. I guess I did flee along with you. So if we get captured, I'll testify for you. I'll tell them that you're nowhere near as shady as you look. I'll take it as a compliment. Und ja, nebenbei habe ich jetzt auch One Piece Pirate Warriors fertig aufgenommen. Erwartet ihr bestimmt demnächst auch noch so Parts? You know, I think there used to be a town around here. Wanna take a peek? But we haven't completed our job yet. Come on, school's out. Your homework doesn't have a due date anymore. When you accept a request, you can take it at your own pace. Is that the way it works? That's the way it works. The whole reason you took the request was to pay my fee, right? If you see another opportunity to make a few bucks, feel free to make that the priority. I had been planning to get you paid in Niakara. That's so. Well, you're the client. At the end of the day, it's your call. Ach so, das wiederholt sich ein bisschen, weil ich nicht auf schnell laden gegangen bin. Naja, gut, okay. Das liegt daran, weil das sind unterschiedliche Speicherstände. Also schnell laden und normal, also wenn ihr jetzt normal ladet, also an den Speicherpunkten, wo ihr euch dann gespeichert habt. Also das sind wieder zwei verschiedene
ja, Optionen, kann man so sagen. Wusste ich jetzt gar nicht. Bin mal gespannt, wer das so alles durchzieht, Tales of Exilia durchzuspielen. Allein schon bei Vesperia, also Tales of Vesperia, haben ja auch nicht viele wirklich durchgeschafft. What the fuck? Komisch, ne? Auch, aber Grandria genauso. Grandria auch. Das ist ja ein PS1-Spiel, aber mit Emulator kann man das auch auf PC spielen. Und da haben ja auch nicht wirklich viele durchgezogen. Und ich will einer der Let's Player sein, die wenigstens ihre Projekte auch mal durchziehen. Isn't it a bit, well, too short? Auch wenn das nicht alles übereinstimmt immer mit der Community, dass nicht jeder das, ja, nicht jeder den Recht da hat oder so weiter. Also, sprich, dass sie das nicht jeden Recht machen kann. Weil ihr könnt das selber ja, entscheiden, ob es euch gefällt oder nicht. Deshalb sind ja auch die Likes und Dislikes da. Ich werde es auch jetzt nicht albernerweise jetzt oder so abstellen, wäre ich Unsinn. Weil ich denke mal, es gibt bestimmt noch einen oder den anderen Fan, den das gefällt oder die ihm halt so gerne... Wow! Dankeschön! Wow, das war knapp. Die Gegner haben es echt in sich. Objekt. Ja. Heilen wir uns erstmal wieder. Eigentlich ist es eigentlich voll cool gemacht. Man kann hier schnell in den Menü gehen und dann sich heilen und so weiteres oder Objekte einsetzen. Eigentlich sehr, sehr rollenspielfreundlich gemacht. Freut mich auf jeden Fall. Wo müssen wir jetzt hin? Da. Wow. Die Bedrohung. Wo ist denn die Bedrohung, verdammt? Ah, nein, da verfolgt mich ein Viech. Ah! Naja, gut, dann lass uns fighten. Drei Goblin. Ah ja, komm. So, ich habe, glaube ich, jetzt genug davon geredet. So. Oh yeah. Also hier kann man sehen, was er seine Schwäche ist. Resistenzen, perfekter Verbündeter. Aha. Details. So, hier kann man nochmal alles so durchgehen. Und ja, was er absorbiert und was für eine Stärke er alles hat. Ist eigentlich ganz cool gemacht. Da weiß man gleich über den Gegner Bescheid. Oh yeah. Oh ne, Quatsch. Octopus Protection. Oh yeah, ich bin aufgestiegen. Yeah, baby. Schwert und eine Knarre. Zack. Windklinge. Oh yeah. Burn to fifth. Oh yeah. Ah nein. Ah, auf die Dreiecktaste. Yeah. Mal sehen, wie Tales of Symphonia Chronicles wird. Wäre ich auch, glaube ich, mal gespannt. Ich habe ja früher schon den ersten Tales aufgespielt. Und bis heute ist es eigentlich recht cool geworden. Tales of ist jetzt nicht so wirklich wie Final Fantasy, so ein Grafik-Power-Spiel. Das seht ihr auch selber. Aber es soll man ja nicht immer nur auf Grafik gehen. Finde ich auch ein bisschen schade, dass viele immer das und das irgendwie immer nur beurteilen. Schließlich kommt es auf den Gameplay an und selber auch das Spiel. Oh. Die Power of Maxwell. Fähigkeitsübertragung. Wenn sie markiert sind, können sie Effekte mit den verbündeten Partner der Figur teilen. Sie heißen verbündete Fähigkeiten. Wenn du dich bei den Auswahl der Fähigkeiten deiner Person. Okay. Nice Tipp. So, der nächste bitte. Watch out! It's over. Let's go!
Ich glaube, das machen die auch absichtlich, dass sie nicht so viel an der Grafik machen. Irgendwie, das soll bestimmt auch an die früheren Spiele bestimmt auch noch liegen und so weiteres. Dankeschön fürs Heilen. Echt nice von dir. You have big hands. Interesting. So this is experience. So, hier sind wir wieder aufgestiegen. Wunderbar. Oh Mann. Das ist doch mal gut. Können wir jetzt hier wieder weiter skillen. Das haben wir erstmal soweit alles durch. Gehen wir mal ein bisschen auf Magie. Und auf TP. Kurzer Gewinn. Oh yeah. Und den nächsten. Solider Schutz. Haben wir das soweit jetzt alles erklärt? Nee, noch nicht. Als nächstes können wir hier noch die KP, Kraftpunkte, skillen. Gucken wir mal, was JT hat. Ja, das gehen wir mal hier hin. Und Elvin. Elvin gehen wir auch mal ein bisschen auf Magie da. So, Angriff, okay. Schauen wir mal Ausrüstung. Haben wir hier eigentlich wieder was Neues? Nee. Ich habe da noch nicht so viel Ack, was ich jetzt hier so verwenden könnte. Was wir hier so haben. Nö, der hat auch nix. Arzt, genau. Lol, wir haben doch wirklich. Achso, Fähigkeiten. Und solider Schutz wollen wir auch mal nehmen. So, was kann der hier alles? Ja, das nehmen wir auch mal. Und Zauberschutz und Angriff, klar. So, dann sind wir auf jeden Fall noch besser gerüstet. Los geht's. Weiter. Take turn! Take turn!